Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Mechanics die Coldwork M-Pack und die Heated Gloves. Bei so einem Wind und bei so einer Kälte wären doch ein paar Handschuhe ideal. Schön, dass es da auch von Mechanics was gibt. Mechanics ist uns ja schon lange ein Begriff. Die haben auch viele Handschuhe für den kalten Bereich oder für den Winter, die jetzt keine besondere Funktion haben. Aber ganz neu sind hier die Coldwork M-Pack und die Coldwork Heated Gloves. Die Besonderheit hierbei ist nämlich, dass es wirklich für Arbeiten unter ärgsten oder schlimmsten Konditionen gedacht. Also wenn wirklich richtig kalt ist, man muss lange in der Kälte arbeiten und man hat die Hände ständig exponiert. Dafür gibt es diese Handschuhe, die sind nämlich beheizt. Umgesetzt wird das von Mechanics mit Klimex. Das schreibt sich Klim und dann eine 8. Ist eine Firma, die schon länger in dem Bereich arbeitet. Und hier hat man jetzt einfach einen Handschuh, der nochmal zusätzlich mit einer Heizung ausgestattet ist. Wir haben jetzt hier natürlich auch das beste Beispiel. Es ist gerade gar nicht so kalt, aber der Wind macht es unglaublich kalt. Das heißt, der Stefan hat gerade das andere Paar Handschuhe geräubert. Das zeigen wir euch aber gleich noch. Mir frieren auch fast die Hände ab. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich jetzt endlich hier in die Handschuhe reinkomme und es euch zeigen kann. Die Besonderheit ist hier nämlich, die eingebaute Heizung funktioniert komplett ohne Tasten und ohne euer Zutun. Wenn ihr das einmal mit der App gekoppelt habt, da erzähle ich gleich was zu, braucht ihr nur noch in die Handschuhe reinzuschlupfen. Und das mache ich jetzt mal als allererstes, bevor wir die Hände abfrieren. Und dann seht ihr hier auch schon das blaue Licht leuchten. Was bedeutet, der Handschuh hat erkannt, dass da jetzt Hände reinkommen und fängt an zu heizen. Die Coldwork M-Pack, ihr kennt den M-Pack-Handschuh vielleicht schon, einfacher Arbeitshandschuh mit zusätzlichen Protektoren. Genau dieses Prinzip hat man auf diesen Winterhandschuh umgesetzt. Das heißt, ich habe hier Protektoren im oberen Handbereich und auf den Fingern. Das Ganze mit Kuhleder, auch innen nochmal zusätzlich ausgelegt das Ganze. Der Handschuh ist wirklich dafür gemacht, auch bei solchen Konditionen hier arbeiten zu können, mit der Schneeschaufel, mit dem Fahrzeug. Dieser Handschuh ist wirklich für harte Arbeiten gemacht und genau das tut er auch sehr gut, wobei wir jetzt hier nicht gerade hart arbeiten, aber naja. Gut, von der Funktion her ist es ganz simpel. Ich ziehe mal einen aus. Ihr habt hier auf der Innenseite, ich muss beide ausziehen, denn jetzt kommt die Feinmotorik, auf der Innenseite habt ihr hier ein kleines Fach und dort wird der Akku eingesetzt. Der ist auch von Klimex so designt, dass der auch bei niedrigen Temperaturen gut funktioniert, also nicht dieses typische Akkuproblem hat. Das haben wir auch schon jetzt des Öfteren getestet und sind da sehr zufrieden mit. Der kann hier an dem Stecker angeschlossen werden, könnt ihr dann einfach abtrennen und über einen Power-Adapter dann laden. Dann wird er hier eingesetzt und der Akku befindet sich dann auf der Unterseite, also unterm Handgelenk und da stört er auch überhaupt gar nicht und fällt auch überhaupt nicht ins Gewicht. Jetzt seht ihr hier nochmal, LED ist aus, ich ziehe ihn an und in dem Moment, wo ich hier mit der Hand schon an dem Akku vorbeikomme, fängt sie schon an zu leuchten und fängt an zu arbeiten. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo ich mein Handy brauche. Wobei ich muss sagen, das Handy braucht man eigentlich nicht dauerhaft. Das ist einfach nur, wenn ihr was justieren wollt. Ihr könnt hier eine fixe Temperatur einstellen und die bleibt dann. Aber wenn ihr die nachjustieren wollt, braucht ihr euer Handy. Das heißt, ihr braucht die Klimex-App und dort könnt ihr dann die Handschuhe anlegen. Wenn ihr die Handschuhe angelegt habt, könnt ihr dann hier in dem Bereich einfach die Temperatur mit einem Regler regeln. Und dann würde hier entsprechend die Temperatur entweder, ich habe jetzt mal 25 Grad eingestellt, dann würde die Heizung ein bisschen runterfahren, die Temperatur ein bisschen runtergehen. Oder ich will es halt wirklich kuschelig, mollig warm. Gehe ich hier auf 35 Grad und dann merke ich auch sofort, wie die Wärme hier in den Fingern nach oben steigt und das wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl gibt. Hier sieht man auch nochmal zusätzlich den Batterieladestand. Das heißt, auch da werdet ihr nochmal informiert, ob die Batterie geladen werden muss oder nicht. Aber das ist dann wirklich was, was ihr nicht draußen in der Kälte machen müsst, sondern das könnt ihr zu Hause einmal machen und müsst dann draußen eventuell nur noch den Ton bzw. hier die Gradzahl anpassen. Ich habe jetzt mal beide Handschuhe für euch angezogen. Das eine ist der Coldwork M-Pack und hier ist der Coldwork Heated Glove. Wie ihr sehen könnt, der ist für harte Arbeiten und der ist für weniger harte Arbeiten, beziehungsweise den sehe ich tatsächlich auch für den Alltag, fürs Skifahren, fürs Wandern, was auch immer. Das ist wirklich ein sehr universeller Handschuh, keine Protektoren, nicht so fett, hier kommt man auch deutlich besser rein. Von der Ausstattung her hat man hier auch keinen Strap, sondern nur hinten das Zugband.
Hier nochmal eine Lasche zum Aufhängen der Handschuhe. Innen nochmal Gummierungen an den Fingern und am Handballen. Beide Handschuhe lassen sich übrigens, sind touch-kompatibel. Bedeutet, ich kann damit mein Telefon hier bedienen, ohne weiteres. Mal mit den anderen. Also auch das geht völlig problemlos. Und von der Fütterung her genauso auch hier Primaloft im Einsatz. Sehr, sehr komfortabel und sehr, sehr warm. Die Mechanics Cold Wear Heated Gloves und Impact sind wirklich super gute Handschuhe, wenn es kalt und nass und windig ist draußen. Ihr kennt ja sicherlich auch andere Lösungen mit Heizelementen, die mit Benzin betrieben werden, die man da reinpackt, oder Heizkissen oder sonst irgendwas. Hier müsst ihr einfach nur die Hände in die Handschuhe stecken und los geht's mit der Heizung. Sehr, sehr coole Lösung. Ihr bekommt die Handschuhe bei Rican Company, der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Nutzt ihr selber irgendwelche Heizelemente mit Handschuhen oder reichen euch normale Handschuhe? Schreibt uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr der Meinung seid, wir sollten hier Schmerzensgeld kriegen, dass wir bei diesen Temperaturen draußen sind und filmen, auch in die Kommentare damit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Bye, bye. Wo ist der Hund? Los geht's! Taxi! Go! Man muss sehr viel tun, das ist sehr unkomfortabel. Hier ist wirklich einfach nur Handschuh reinstecken, Handschuh reinstecken, Handschuh reinstecken und los geht's. Sehr, sehr coole Lösung. Hier müsst ihr einfach nur die Hände in die Handschuhe stecken und das war jetzt richtig, oder? Mein Gehirn ist schon gefroren.